Weißt du das und ich nicht? Wir porten mal ganz kurz back in den Jägertraum. Perfekter Use. Gib dir kurz die Kurzfassung. Die Heiltränke sind das Jungfräulichkeitsblut von Mädchen. Ja, das wusste ich. Doch, das wusste ich. Aber ich dachte, da steht noch irgendwas anderes drin. Ja, das Blattband ist ein bisschen durchgeknallt. So, der kleine Garten ist hier drüben, oder was? So, und jetzt liest du die Hinweise durch. Gesten. Maxi ist halt klug, also. Quecksilberkugeln mit Bedacht verwenden. Waffe wechseln. Gegenstand verwenden. Rennen. Vor allem, ich frage mich jetzt, wie es jetzt nach meiner ganzen Monster Hunter Experience ist, dieses Spiel zu spielen, weil man hat halt in Monster Hunter viel weniger Iframes und da komme ich ja mittlerweile damit klar. Und da frage ich mich, wie es wohl ist in dem Game. Eingeweideangriff. Geil. Das Abfeuern von der Feuerwaffe unterbricht einen Gegner und lässt ihn taumeln, wenn du rechts. Ach genau, das war der. Du konterst, indem du schießt. Muss ich ein bisschen üben. Transformieren, ja. Okay, haben wir alles. Gut. Dann wieder zurück. Vielleicht gehe ich dann auch voll auf Stärke. Ich spiele einfach gern mit Stärke in diesen Games, muss ich sagen. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Bloodborne ist ein Game, was du meistens ohne Anvisieren spielen solltest, weil du ohne Anvisieren besser rollen kannst. Also, ich tue mir ganz leicht mit dem Anvisieren, ein bisschen leichter jedenfalls. Also deswegen muss ein bisschen gucken. Muss schauen, wie ich's mache, aber das Anvisieren, das tut mir sehr gut. Zentrum von Yharnam. Molotov Cocktail. Was hier Schönes. Noch ein paar Blutvials. Haben wir hier noch ein paar von den verdorbenen Mitbewohnern von Yharnam. Diese Lampe bringt dich zurück zum Thema, zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wachst du bei dieser Lampe auf. Okay, gut. Also vor allem die Add-ons habe ich auch noch nicht gespielt. It's new for me.
Oh, schauen wir mal, wie lange es mich aufregt. Also hier habe ich sehr viel Zeit verbracht. Ups. Scheiß zusammengedodged. Ja, das war's mit meinem Leben. Ich weiß noch, da hinten sind auch einige. Japanisch klingt das Game echt geil. Ah, ich feiere es ehrlich gesagt, dass es. Also normalerweise bin ich auch für die japanische Synchro bei sowas, aber ich finde es halt cool, dass es halt. Ich glaube, das ist das einzige deutsch vertonte Souls-Game, ne? Und ich finde, die haben das ganz gut gemacht. Hier war noch einer. Ich mich recht entsinne. Hä? Nö. Keiner da. Aber hier hinten sitzt einer. Und da kommt einer irgendwo hinter der Wand her. Das weiß ich auch noch. Hat mir damals so die Pumpe gemacht. Blutsteinscherbe. Boah, was war denn die Blutsteinscherbe? Das weiß ich auch gar nicht mehr. Kann ich jetzt irgendwie in mein Inventar mal gucken? Hier. Zum Verstärken mit einer Waffe verankern. Das macht meine Waffe stärker. Das ist quasi Titanscherbe oder so. Ne? Okay. Die Glocken sind auch so krass. Das klingt alles so heftig in dem Spiel. So, das war damals Mords der Krampf, das weiß ich noch beim ersten Mal. Das hat ja das Schönes gedroppt. Quecksilberkugeln. Da liegt noch was, das habe ich gar nicht gesehen. Blutviolen, nice. Nein, ich brauche dein Leben. Dem habe ich nicht gerechnet. Give me back my life. So, wie nehme ich jetzt Blutfiolen? So. Nee. So. Hä? Was war denn das? Drei? Was drei? Wie zur Hölle nehme ich die Blutfiolen? Drei Ecken. Ach, danke schön. Danke schön, Ghost. Aber ich habe irgendwas gemacht gerade, dass er mir Leben selber abgezogen hat. Er hat irgendwie sein Leben hergegeben für irgendwas und ich weiß nicht wofür.
Fünf extra Kugeln? Oh Mann. Charmian. Was ist denn Charmian? Ich will's haben. Was auch immer das ist. Schauen wir mal hier unten lang. Da oben steht einer mit einer Knarre. Komm. Ein paar rauspullen. Ist das eine Katze oder so? Das kann sein, ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Komm her, ich brauche dein Leben. Okay. Hä, wo kommen denn die her? Droppen die was? Ja. Das glaube ich ein wenig aus. Wenig Ausdauer. Yeah, ich hab's bekommen. Was ist es? Irgendein Pokémon. Charmian, ja. Rest, du hattest recht. It's Cat. So, da oben ist noch einer von den Hanseln. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Verdammt. Magst du nicht herkommen? Komm. Kannst du auch schießen? Aber nicht so weit. Ich habe eine Schrotflinte, wisch. Die schießt leider nicht so weit. Oh Mann, Alter. Jetzt kommen da Dogs. Wo sind die Hunde? Die waren da doch gerade. Habe ich den gekillt jetzt schon, ne? Maxi? Der mit der Pistole, ja? Der hast du gekillt. Und das sind ekelhaft, ja, ist so. Gut. Da sind die Hunde vielleicht. Dark Souls Hunde sind sowieso die schlimmsten. Ist so. Ist so. Oh mein Gott, da fällt mir ein. Was fällt dir ein, Raz? Das hat er von uns geträumt. Was hast du denn geträumt? Das ist ja cool. Auf dem Waggon liegt auch noch etwas. Was? Auf dem Wagen liegt auch noch etwas. Ah, krass. Wir haben einen Kochstream gemacht. War es denn lecker? Na. No. Du hast auf so einem Sofa gechillt. Das klingt nach mir, Raz. Fetter Typ, der auf einem Sofa chillt und kocht. Quecksilver Bullets. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Herein. Weil man kommt hinter dem Sofa einfach ein Jaguar und legt seine Pfoten auf deine Schulter. Ey, krass, ich bin Katzenbändiger. Du darfst einfach so, ah, das ist unser Haustier. Ein Jaguar. Ja, krass, krass auf jeden Fall. Das ist ja cool. Ey, das ist echt mega cool.
Hier sind die Krähen, die sind ein bisschen asozial. Absolut crazy. Ja, geht, geht. Ich finde eigentlich, das trifft die Realität schon ganz gut. Fetter Typ auf einem Sofa mit einem Jaguar. Nochmal? Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. From Sir, Software NPC hinter Türen, gehört auf dem. Ich muss halt auch sagen, ich feier die deutsche Synchro in dem Spiel schon hart. Also ich finde es geil, dass sie das Deutsch vertont haben. Ich kann mich erinnern, hier sind diese Krähen und die sind ein bisschen asslig. Das sind zwei. Sogar, ja. Momentan einfach so, dass ich in einem Loch sitze. Oh Gott, das ist ja schrecklich, Mann. Tiere sind alle von. Ja, es ist echt so, ne? Oddly OP. Die Tiere sind halt auch cool. Vielleicht ist es so ein Understatement, so. Tiere sind cool. So, dann mal schauen, ob ich jetzt meinen zweiten Tod reinhau. Kannst auch schießen. Ich wollte schießen, aber ich habe Y gedrückt. Dreieck. Sehr schön, nochmal zuschlagen. Gut gemacht, der hat was getroppt. Zwei Violen. Das hatte ich früher auch ein paar Mal. Irgendwann hat es aber random aufgehört. Zum Glück. Hoffentlich hört es bei dir auch bald auf, Ghost. Ja, aber gleich den ersten weggekontert, passt doch. Ja, war sehr gut. Bin 18, ich hab das seit 2 Jahren. Shit. Kannst du die Tür da hinten aufmachen? Die Nicht hier? die, die andere, die da unten. Die da? Die unten. Unten. Achso, ja, stimmt, das Tor. Kann sein. Warte, ich probier's mal aus. Falls es irgendeinen Realitätsbezug hat, versuch dich irgendwann mal damit auseinanderzusetzen. Das ist ein guter Plan, wär's. Seit Primestack. Die geht nicht auf die Tür. Gucken wir mal, was die Leute hier noch sagen. Nix. Wenn wir das hier aufmachen. Das ist ein Shortcut, glaube ich. Ja, genau. Da muss ich irgendwie auf der anderen Seite das Gerät öffnen. Hunde. Nicht ganz ran, verdammt mein Leben. Du kannst auch schießen. Ich drücke immer Y, weil ich ein Depp bin. Weiß nicht, warum ich immer Y drücke.